Regierungsrat Drechsel. Mit der Bündner Tourismusreform sind Tourismusorganisationen neu strukturiert worden. Jetzt braucht es eine neue Finanzierung vom Tourismus. Warum? Ja, bis jetzt hat man über Gemeindegesetz Kurtaxen erhoben. Das hat geheissen, jede Gemeinde hat einen eigenen Kurverein gehabt. Wir hatten 94 Organisationen gehabt. Jetzt haben wir die können zusammenlegen. Wir sind noch etwa bei 20. Ein paar grosse, ein paar mittlere. Und jetzt müssen wir es auch regional finanzieren. Darum hat man ein kantonales Gesetz gemacht. Die regionale Gesetze können wir nicht machen. Und dann kann die Region selber bestimmen, wie viel Geld sie braucht. Und alle, die profitieren, zahlen mit. Und ich glaube, das ist auch richtig. Wir diskutieren ja im Moment, wir haben es vernachlässigt, chinesische Gäste zu holen. Wenn man das als Beispiel nimmt, der chinesische Gast zahlt im Hotel nicht sehr viel. Er ist gewöhnt, einfach zu wohnen. Er will hier nicht Geld ausgeben, um zu wohnen. Er geht aber zum Bijoutier, er geht in die Boutique, da gibt er viel Geld aus. Pro Nacht ist er einer der interessantesten Kunden. Und den kann man eigentlich nur holen, wenn eben auch die, die profitieren, zum Beispiel die Boutique, zum Beispiel die Bijoutier, eben mitfinanzieren, ein Tourismusmarketing. Sind da alle gleich viel betroffen von dieser Mitfinanzierung? Nein, jeder, der, der mehr profitiert, zahlt mehr. Also Bergbahn zahlt mehr pro Mitarbeiter oder pro AHV-Lohnsumme als zum Beispiel der Coiffeur, der nur indirekt profitiert, weil es den Tourismus gibt, hat er auch Einheimische, die zu ihm zum Coiffeur gehen. Darum hat man das abgestuft, auch nach den Regionen. Regionen, die weniger vom Tourismus profitieren, haben eine tiefere Abgabe. Es ist auch so, dass sie nachher selber über einen Steuerfuss festlegen können, wie viel Geld sie brauchen. Ich gehe davon aus, im Churer Rheintal wird man mit 30% von der einfachen Tourismusabgabe durchkommen.